dieser Sound, wenn man sich mit der Dose bekleckert, weil man sie nicht richtig aufmachen kann. Oh, zu gut. Also, auf euch. Der Energy Drink. Zu gut. Aha. So. Oh mein Gott, sind wir weit. Wir sind sehr weit. Kapitel laden. Limbo. Wir sind wieder da. Limbo. Das ist schön. Das macht Spaß. Ich hab Spaß an Limbo. Und ich hab verkackt, weil ich alles nochmal nachspielen muss, wo ich war. Wie jetzt? Hey, warte mal. War ich so weit hinten? Halt, nein, das kann nicht stimmen. Tatsache, Mann. Also ich war doch schon bei den Kisten. Zumindest beim ersten Teil der Kisten. Och nö. Und ich habe mir vergessen, die Kommentare. Also die Kommentare habe ich natürlich gesehen, aber ich wollte sie mir. Eigentlich wollte ich sie mir halt noch kurz vorher oder auf dem Laptop tun. Ich wollte sie mir auf dem Laptop tun, weil ich nicht weiß, wie das nächste Rätsel geht. Habe ich euch ja wie immer gefragt, wie ich das ja immer tue bei Limbo. Wie ich das Rätsel lösen kann. Und da hat auch kommt einer so einen Kommentar geschrieben. Obala! Das wollte ich jetzt selbstverständlich bringen, also hier vorlesen. Aber irgendwie habe ich das verpeilt. Wie machen wir es jetzt? Wie mache ich das jetzt? Wo ist mein Laptop? Mein Laptop ist unten. Hervorragend, das ist schlecht. Okay, es tut mir leid, dann muss ich eben selbst drauf kommen. Es tut mir leid an denjenigen netten Typ, den ich nächstes Video extra benennen werde, der geschrieben hat, wie es gehen soll. Genau, hier wissen wir es ja schon, den Teil hier. Wir haben hier folgende Situation. Dieser Knopf hier, der macht bei den metallenen Stellen da kurzzeitig die Gravitation ein bisschen anders. Und das machen wir hier zunutze, indem wir diese Kiste so nach oben kriegen dadurch. So, die Kiste hier hinten, die rollt da jetzt drauf, deswegen geht es an. Zack, das ist oben. Gleich ist es wieder aus. Okay, so. Ah, ich glaube, ich weiß, der Typ hat irgendwie gemeint, ich muss, wahrscheinlich das hier anmachen und dann nehmen und rüberschieben. Das habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Das macht nämlich auch Sinn. Aber zunächst mal gehe ich hier hoch jetzt, kann ich ja nicht hier hoch und hier drüben die Leiter nach unten befördern. Man nehme Leiter und befördert sie nach unten. Yes! Win! So. Okay, ich versuche das Ganze noch einmal. Ich nehme dieses Ding hier, schiebe es nach oben und gehe dann über die Leiter hoch. So. Leiter hoch. So. Leiter hoch. Leiter hoch, Leiter hoch, Leiter hoch. Okay, ist wieso leckt's? Habe ich noch irgendwelche Programme im Hintergrund laufen? Kann sein. Jetzt geht das gleich an. Da hinten ist die Kiste. Sehr gut. Ich nehme die Kiste, wenn ich hinkomme. Oh. Weißt du, manchmal bin ich einfach zu intelligent. Manchmal bin ich einfach zu intelligent für diese Welt. Das ist ja nicht normal. Okay, alles nochmal neu. So. Bisschen hinschieben. So, passt. So, ich würde sie ja dann, ihr habt ja gerade gesehen, wie ich es machen würde. Ich würde sie einfach nehmen dann, wenn ich oben stehe, greifen und nach hinten ziehen. So wie der Plan. Und so wie es aussieht, habe ich noch irgendwelche Programme mit gelaufen. Naja, so ist das nun mal. Ja, oh shit. So viel zum Leck. Da verkacke ich auch den Sprung hier. Ja, das regt mich aber auf. Ich versuche gerade das Rätsel hier nochmal. Dann tue ich kurz mal auf dem Windows übertalten. Ah, geh schnell. Geh schnell. Geh schnell. Holy mother of... Fliegende Kiste. Okay, das Problem ist, die eine Kiste reicht nicht. Und jetzt wird's witzig. Soweit habe ich mir schon gedacht beim letzten Mal. So. Okay. Und wie mache ich das jetzt? Ich mache erstmal andere Programme auf. Aus. Hier. Ich bin gleich wieder da. Yo, da bin ich wieder. That awkward moment when you realize you don't have any program running. Just your PC is low. Low like a holy moly. Ja. Was ich damit sagen will, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Programme laufen. Wie mache ich das jetzt? So hier und dann gehe ich nach oben. Ich habe keine Ahnung. Ich gehe mal nach oben. Was bringt mir das? Gar nichts. Das bringt mir gar nichts. Ich muss überlegen, Jungs. Da ist die komische Kiste. Jetzt steht's. Wie ihr seht, ist die Tür. Ich brauche noch einen Schluck. Die Tür Energy Drink da oben. Nur kurzzeitig offen.
Die ist nur kurzzeitig offen. Shit, Mann. Wie geht das? Muss ich euch wieder fragen. Ich schätze mal. Also gut. Was hat sich geändert an der Situation, dass ich jetzt unten die Kiste habe, die ich nach oben bringen muss? Habe ich ja schon vorher gehabt. Aber dass die Kiste, die eine Kiste jetzt hier oben ist, was hat sich dadurch geändert? Richtig, eigentlich nichts bis auf diese Leiter hier. Doch, die Leiter hier. Die Leiter ist jetzt da. Das heißt, ich könnte rein theoretisch vielleicht... Also kann ich selbst das Ding hier anmachen. Und ich komme auch, aber ich komme gar nicht schnell genug hoch, oder? Nein. Ja, ich komm nicht mal an, den schnell genug hoch. Shit, Mann. Shit. Oh Mann, oh Mann, oh Mate. Okay, ich kann. Ah, ich hab's. Ich versuche mal das Ding wieder gleiches System wie vorhin, nur dass ich versuche, während ich das runterschiebe, nach oben gehe und mich mit der Kiste, die schon oben steht, nach oben katapultieren lasse. Indem ich mich auf die Kiste stelle. Jetzt kommt's, jetzt kommt's. Rambo-mäßiges Matrix-Manöver. Schnell, schnell, schnell. Nein! Shit, okay, nochmal. Halt. Kiste, halt. Ich muss vorher präparieren. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Wenn ich die Kiste gescheit vorher hinlege, dann schaffe ich das auch. Dann haut es mich da übelst nach oben. Und durch das nach oben hauen, kann ich dann nach rechts und hab's geschafft. So, also nochmal. Yes, yes, yes. Zu gut. Bam, 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 bada. Rollen nach unten. Weißt du, ich glaube, es hängt davon ab, ich habe nämlich gerade eben Far Cry schon aufgenommen. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie viel Speicherplatz ich noch habe. In meinem Kopf. Umso mehr Speicherplatz, umso weniger Schaut zermatscht auch noch werden. Oh mein Gott. Alles klar. Ich habe es verstanden. Oh mein. Ja, nochmal alles. Oh, dieses Spiel, es ist einfach zu gut. Es ist einfach zu nett. Zu nett. Vielen Dank, du Spiel, dass du so nett bist. Zu mir bist du nett. Immerhin netter als Amnesia. Amnesia ist so nett. Also. Yeah. So. Kiste fährt nach unten. Kiste schiebt nach oben. Jetzt schieb sie nach oben. Dann tue ich sie dahin präparieren. Hier so. Und dann gehe ich nach oben. Nach unten und schiebe das ganze Ding nochmal nach hoch. So. Jetzt muss ich mich beeilen. Warte mal. Oh, ich bin noch ein Idiot. Ich habe vergessen, die Leiter nach unten zu holen. Oh mein Gott. Wie komme ich jetzt da hoch? Meine Fresse. Oh Mann. Tut mir leid, tut mir leid. Ah, ja. So gehört sich's. Es ist zu gut. Ich muss einfach selbst über mich lachen. Oh Mann. Erstmal einen Schluck. So. Also, Kiste nach oben. Jetzt aber Konzentration. Napkin. Konzentration. Denk an deine Urväter. Die Servietten. Die Urväter der Servietten, das sind Teppiche. Teppiche sind Urväter der Napkins und das weißt du selbst. Ehre die Teppiche, indem du sie nicht bunt anmalst, indem du nicht dumme Sachen tust, okay? Ja. Ich hatte nämlich vor kurzem auch einem weisen Mann zugehört. Der weise Mann meinte, es war auf Englisch, ich muss es jetzt übersetzen. Ist jetzt kompliziert. Immer wenn ich kurz davor bin, etwas zu tun, dann denke ich drüber nach, ob das ein Idiot tun würde. Und wenn ja, dann tue ich es nicht. Auf Englisch klingt es epischer und vor allem, wenn es ich nicht sag. Aber sonst, oh mein Gott, mach zu. Oh mein Gott, mach zu. Hab's. Yeah. Das Geschoss. Nice. Bleibt gleich da stehen, wo es stehen soll.
So. Also, die Lebensweisheit von Napkin, die könnt ihr auf jeden Fall mal euch im Kopf behalten. Kann ich nur empfehlen, wenn tut nicht das, was ein Idiot tut. Ja. Jo, könnt ihr auch auf YouTube suchen, kann ich nur empfehlen. Hier, The Most Inspiring Thing Ever Said to You. Das ist, glaube ich, auf so einer amerikanischen Stromberg-Serie kam das mal vor. Jetzt geht's los. Jetzt geht's nach oben und direkt nach rechts. Nein, geh doch da hoch, oh Mann! Du Idiot! Wow! Ich bin nach rechts gegangen, aber die ganze Kiste hat's umgehauen. Habt ihr das gesehen, wie knapp? Ich dachte, ich bin vom Fall gestorben. Das ist hart, das ist hart. Das war knapp. Nochmal von vorne. Würde ein Idiot es tun? Wenn ja, dann tue ich's nicht. Genial. Versuch mal dagegen zu argumentieren. Top-Comment in YouTube ist: Was würde ein Idiot tun? Aber würde ein Idiot atmen? Jetzt muss so ein Rage-Face kommen, sich wundern, Rage-Face, das wäre natürlich eben... Alter, nein! Geh nach rechts, nein! Ich lebe noch, oh mein Gott, ich lebe immer noch. How the fuck, wie geht... Ach du, holy manias. Dieses Spiel. Oh, gibt's mir Herzinfarkt. Wie geht das, Mann? Das muss aber so gehen, oder? Das ist schon die richtige Variante. Es geht aber nicht, weil der hält sich dann in der Kiste fest, wenn ich irgendwie... Ihr seht's ja selbst, ich versuch's nochmal. Oh Mann. Was kann ich noch erzählen? Politik. Zurzeit. Oh mein Gott. Zu intelligent. Jetzt ist oben die Kiste auch woanders. Oh nö. Egal, zurzeit ist die Politik, die deutsche Politik, der Wahnsinn. Weil, also ich find's Hammer. Ich mag's überhaupt nicht. Was ich nicht mag, ist Opposition. Und zwar egal, welche Partei. Ich bin ja hier komplett alt. Nicht dafür zuständig, Parteienmeinung zu bilden. Ich hab's geschafft. Yeah. Ja, wir haben ja gerade Wirtschaftskrise hier. Wenn ihr das Video in der Zukunft mal angucken wollt, wir sind gerade bei 2011 und wir haben Wirtschaftskrise, bla bla. Griechenland, Italien, die kacken ab. Griechenland ist ja kaum wichtig eigentlich, das wissen kaum Leute. Griechenland macht nur 2, irgendwas Prozent unserer gesamten Wirtschaftskapazität Europas aus. So, der EU. So. Italien hingegen ist einer der Gründungsstaaten und hat dementsprechend, nicht dementsprechend, halt, es ist einfach so, haben mehr Wirtschaftskraft. Ich drücke den Knopf. Im Namen Italiens drücke ich den Knopf des Aufzuges. Geh in den Aufzug. Und cool. Lass uns wieder hochfahren. Heftiges Rätsel. Eine Kiste. Ja. Richtig. Wo war ich genau? Die deutsche Politik taugt mir. Das liegt ganz einfach daran, dass ich von einem MG in die Luft. Oh mein Gott, meine Gedärme fliegen rum. Deswegen, okay? Deswegen. Merkt euch das. Könnt ihr gleich mal Politik ein bisschen lernen. Nee, die deutsche Politik taugt mir wie Sau, weil ich Opposition nicht mag. Und wir als Parlament, als einziges Parlament, das sich in Europa hier sagen kann, dass es mitentscheiden will, schließt sich zusammen und es gibt keine innerparteilichen Streitereien von wegen bla bla bla, Opposition, ich bin dagegen alles, einfach weil es die Regierung sagt, bla bla bla. Nein, sondern Deutschland steht zusammen, die SPD, die FDP, die CSU und die CDU haben und die Grüne haben zusammen einen Vorschlag für die Angela Merkel, für Brüssel gemacht. Und das haben sie so vorgestellt. Das heißt, das ist geil. Das zeigt, dass Europa zusammensteht. Vor allem in Zeiten der Wirtschaftskrise. Taugt mir sehr, taugt mir sehr. Ja. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen... Kann ich hier springen? Ich kann nicht springen. Doch. Ich muss nach unten drücken. Ja, wie ihr seht, ist es gerade... Halt, die Kiste. Obwohl, halt, die Kiste brauche ich gar nicht oben. Ich komme da gar nicht. Ich brauche die Kiste schon für hier. Hä? Warte mal, das funktioniert so nicht. Wenn ich jetzt hier so... Dann ist die Kiste hier oben. Das bringt mir nichts. Ah doch, jetzt wird sie runtergeschoben. Wahnsinn. Ja, und jetzt? Jetzt fehlt sie mir hier oben. Ach nö, das ist auch noch so ein Timings-Ding. Oh, bin ich mal gespannt, was da noch passiert. In Griechenland, Italien, das ist echt heftig. Und, ja. Ich meine, wenn Griechenland aus dem Euro austritt, dann
Das ist schon möglich, das ist aber halt in Italien nicht ganz so einfach und auch nicht ganz so geiles Signal nach außen. Okay, ich würde gerne probieren, ob ich das auch ohne Kiste schaffe. Dann lasse ich mal die Kiste irgendwie hier und drücke mal, warte mal, ich drücke mal im richtigen Moment. Und versuch's mal. Richtiger Moment bedeutet, wenn das Ding gerade ausfährt, so wie jetzt. Das heißt, ich renne dahin so schnell wie es geht, das Ding ist nach oben. Und jetzt versuche ich nach hoch zu klettern, da kann ich nicht. Ich komme da nicht hoch ohne Kiste. Ja, wie soll das dann gehen? Wie soll es gehen? Bitte, bitte sag's mir, wie soll es gehen? Wie soll das bitte gehen? Hä? 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 Oh Mann. Ich meine, so wie die Wirtschaftskrise, sowas haben wir noch nie gehabt in Europa. Wir haben keine Vergleiche aus der Geschichte, wie damals, weißt du noch damals, da haben wir das gemacht, das war Fail, bla bla. Es ist komplett neu, es ist komplett komplex, es ist so komplex, dass man einfach als Politiker nur auf Vertrauen der von sogenannten Experten vertrauen kann, weil als Politiker hat man nicht viel, hat man nun mal Ahnung von Politik, aber nicht unbedingt von komplett Finanzen. Also ich denke nicht, dass irgendeiner hier in Europa das komplette Ding, das komplette Spektrum des Problems, keine Ahnung, wie soll man sagen, hier erklären kann oder so. Das wäre ja too easy. Da muss man einfach als Bürger Vertrauen haben und so wie es aussieht und so wie es mir vorkommt, macht die deutsche Regierung hier einen sehr guten Job. Im Vergleich zu mir. Ey, der Ich macht einen sehr schlechten Job in Limbo. Wie soll das gehen? Ihr seht das Problem, oder? Hä? Das geht doch gar nicht. Es geht nicht. Ich kann das nicht. Ich bin zu dumm. Okay, warte mal. Ich kann hier oben rumlaufen, die Kiste überall hin verschieben. Okay. Wenn ich sie hier hinstelle auf das Ding, dann komme ich trotzdem nicht hoch. Und ich muss nun mal dahinter, um den Knopf zu drücken. Aber wo geht's hier weiter? Vielleicht ist das die Lösung. Ah, ich kann hier weiterlaufen. Ah, das ist doch natürlich. Was ist da unten? Ein Schmetter. Was zur Hölle? Okay. Ich will zum Schmetterling. Kann ich da hoch? Das ist eine Liane, das ist eine Liane. Okay. Ich versuche mal die Taste hier drüben. Versuche mal hier wieder ein Stück zurück und versuche noch eine zweite Kiste zu finden. Eine zweite Kiste würde es natürlich. Dann würde ich dann würde es natürlich einfach sein. Aber die zweite Kiste muss ich erstmal finden, schätze ich mal. Oh shit, da fehlt mir eine Kiste. Halt! Boah! Zu gut. Hey, da ist eine Liane. Ach so, das ist die Liane von der Kiste. Ach so, ich verstehe, ich verstehe. Okay, das schaffe ich nicht, oder? Lauf, lauf! Okay. Oh, ouch! Babauchi. Alles nochmal neu. Okay, ich weiß nicht, wo noch eine zweite Kiste ist und darüber laufen bringt auch nichts. Ihr seid gefragt. Der Part ist jetzt vorbei, schätze ich mal. Und ihr seid gefragt. Was kann ich tun? Ja, wieso mache ich das gerade nochmal? Ich weiß es nicht. Ich habe es ja eh nicht gespeichern können. Ja, schaut euch einfach nochmal, geht nochmal zurück und schaut euch das Video nochmal an. An den Stellen, wo eben dieses Ding oben gezeigt wird. Dieses Rumschieb-Ding da, von dem ich immer noch keine Ahnung habe, wie ich das lösen kann. Eine zweite Kiste wird es erklären. Dann würde ich es natürlich schaffen. Weil das ist die Lösung. Eigentlich wollte ich den Part aufhören. Irgendwie ist es immer so, wenn ich den Part aufhören will, euch erkläre, um was es hier nochmal geht und dass ich euch fragen will, dann kommen mir so ein paar Gedanken. Und ich versuche es nochmal. Und ich fail, okay. Aber hier geht es doch weiter, oder? Hier, das ist richtig. Da lang geht es weiter. Mit der Kiste komm ich doch nirgendwo hin, oder? Ich schaff's auch nicht hier hoch oder so, nee.
Okay. Ja. Ihr seid gefragt. Jungs, Mädels, meine Abonnenten, stolz. Worauf ich stolz bin, dass du ein Abonnent bist, darauf bin ich stolz. Ich bin so stolz. Das sollte sehr aufmunternd sein. Ich bin stolz, dass du ein Abonnent für mich bist. Da-da-da-da-da-da. Alter. Ah, diese Energy Drinks, sie sind nicht gut für mich. Servus, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Limbo mit dem Bimbo.